Das Buch Deutsch-Georgisches Kulturmosaik 1918 bis 21 wird 2021 vom Goethe-Institut Tiflis in Zusammenarbeit mit Sovleb, dem Soviet Past Research Laboratory, zum Gedenken an die erste Georgische Republik von 1918 bis 21 herausgegeben. Sovleb ist ein langjähriger Partner der Heinrich-Böll-Stiftung Südkaukasus und beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der sowjetischen Geschichte und vor allem stalinistischer Repression in Georgien sowie der georgischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. 2021 jährt sich zum 100. Mal das Ende der ersten georgischen Republik, die nur 3 Jahre existiert hat, bevor ihr von der Roten Armee ein Ende bereitet worden ist und Georgien in die Sowjetunion integriert wurde. Auch damals gab es große Hoffnung der georgischen Seite in die Beziehung zu Deutschland bzw. im Deutschen Reich. Dabei haben sich vielfältige Beziehungen zwischen Georgien und dem Deutschen Reich entwickelt, die im Kulturmosaik reflektiert werden. Die Bundesrepublik hat dann bei der Unabhängigkeit Georgiens von der Sowjetunion 1991 eine wichtige Rolle gespielt und war das erste Land, das den georgischen Staat anerkannt hat. Ich spreche heute mit Barbara von Münchhausen, der Leiterin des Goethe-Instituts hier in Tiflis, sowie mit Anna Makwilaschwili, der Kuratorin des Deutsch-Georgischen Kulturmosaiks. Hallo. 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 Barbara von Münchhausen ist seit 2017 Leiterin des Goethe-Instituts hier in Ge Georgien. Sie hat Indologie und Ethnologie in München studiert. Frühere Leitungsposten am Goethe-Institut umfassen Almaty, Kasachstan und des Weiteren die Goethe-Institute in Berlin und Minsk. Also ziemlich viel Erfahrung in postsowjetischen Ländern, würde ich Ja, sagen. Davor gab es Ausbildung und Auslandseinsätze in München, Mailand, Kairo und Bratislava. Also eine ziemlich viele bewegtes Erfahrungen Leben. sozusagen in unterschiedlichen Ländern. Anna Makwilaschwili hat Fremdsprachen und Rechtswissenschaften in Tiflis und Berlin studiert. Sie arbeitete für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zu den Themen Landwirtschaft und Gerichtswesen, sowie am Kaukasischen Haus hier in Tiflis zu Bürgerbildung und Themenentwicklung in georgischen Regionen. Sie ist Mitgründerin von Sovlab, Direktorin Community Development Centers und hat 2015 den Aloni Verlag gegründet. Also sehr aktive Person, in sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen tätig, aber immer wieder, wie ich das sehe, auch Kontakte, also mit deutschen Institutionen auch sehr stark im Kontakt und deutsche Projekte. Mein Name ist Stefan Meister und ich leite das Südkaukasusbüro der Heinrich-Böll-Stiftung. So, der Fokus des Kulturmosaiks liegt auf den Bereichen Kultur, wie Kulturmosaik schon sagt, und Projekte der deutsch-georgischen Zusammenarbeit. Diese Publikation sollte vor dem Hintergrund des deutsch-georgischen Jahres 2017 auch gesehen werden. Im Rahmen des Jubiläumsjahrs hat Sovleb das Projekt Deutsch-Georgisches Digitalarchiv mit Unterstützung der Deutschen Botschaft in Tiflis und dem Goethe-Institut entwickelt. Ziel ist es, Dokumente und unterschiedliche historische Zeugnisse der deutsch-georgischen Beziehung zu systematisieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Meine erste Frage an Sie, Frau Makwilaschwili: Können Sie erklären, was das Deutsch-Georgische Digitalarchiv erstmal ist und in welchem Zusammenhang es mit dem Kulturmosaik steht? Also das Deutsch-Georgische Digitalarchiv haben wir zusammen mit Goethe-Institut und Deutscher Botschaft hier in Georgien im 2017 im Rahmen des Jubiläumsjahr so, gegründet sozusagen, ja. Und wie der Name schon sagt, das ist ein digitales Archiv und wir versuchen dort verschiedene Familienarchive, Dokumente, Fotos, Interviews, Texte über deutsch-georgische Verhältnisse zu sammeln, also digitale Fassungen. Zeitlich und thematisch ist das nicht begrenzt. Also Sovleb fokussiert sich meistens auf 20. Jahrhundert, aber hier in diesem Fall ist das nicht begrenzt, weil uns interessieren alle Aspekte und verschiedene Aspekte dieser Zusammenarbeit, also 200-jähriger Zusammenarbeit und Beziehungen, ja. Und deshalb also sind wir frei und jeder, der etwas mitmachen möchte oder so, kann digitale Kopien sozusagen uns spenden. Wir digitalisieren selbst und dank dieses Projekt haben wir auch ganze Ausrüstung damals bekommen. Und jetzt haben wir auf unserer Website etwa 40 Familiensammlungen, also sehr, sehr schöne Kollektionen, Fotogeschichten, die Deutschen, die hier gelebt haben oder hier gearbeitet haben.
oder die deutsche Familienmitglieder hatten oder umgekehrte Georgier, die in Deutschland politisch emigriert haben oder was weiß ich, also ganz verschiedene Zeiten. Und außerdem versuchen wir, dass es nur, nicht nur rein visuelles Material bleibt, sondern ein bisschen zur Ergänzungen und mit Forschungen auch textuell, also was beschreiben. Ja? Und deshalb haben wir damals im 2017 auch angefangen, in deutschen Archiven zu recherchieren, damit auch verschiedene Texte entstehen über verschiedene Aspekte und Themen. Ja. So, mhm. Kurz gefasst ist das ja. Unser Archiv. Mhm. Warum heißt das Kulturmosaik? Kulturmosaik. Ja, genau. Kulturmosaik, weil dann haben wir eben also sehr viel geforscht und viel geschrieben und es waren die Themen, die besondere Interesse seitens Leser gefunden haben, die Themen, die Erste Republik angeht und das waren die bilaterale Projekte zwischen Deutschland und Georgien im Kultur-, Bildungs- und gesellschaftlichen Bereich. Wir haben darüber geschrieben, jahrelang, ja. Bildungswesen, Kulturwesen oder verschiedene gesellschaftliche Tätigkeiten, die damals im 19. Jahrhundert 18 angefangen sind. Ja. Und das waren immer ganz, ganz populäre sozusagen Texte und wir haben gedacht, ja schön, also wenn es jetzt ist sowieso so Jubiläumsjahr, wie Sie schon erwähnt haben, und wir haben gedacht, es wäre schön, wenn wir haben viel Archivmaterial, was wir dank Goethe-Institut in Deutschland also geforscht haben und hier so Kopien bringen konnten für unsere Arbeit und man kann diese Texte ein bisschen noch verarbeiten, also überarbeiten und es wird ein schönes Buch werden, weil das sind ja verschiedene Teile einer gemeinsamen Geschichte, ja, Mosaikteile, Mosaiksteinchen und wenn man die sammelt, dann bekommt man auch ganzes Bild besser, ja, was 1918, 1921, welche deutsch-georgische Initiativen und Projekte angefangen sind, ja, und das, wir haben gedacht, das wird für Leser auch interessant. So, und sind die, sozusagen diese Mosaiksteinchen dann auch digital zugänglich über das Digitalarchiv? Teilweise ja, weil wie gesagt haben wir diese Blogs, also es gibt auf unserer Website so Blog-Abteilung, wo diese Texte zugänglich sind, ja, teilweise ja, aber alles, was im Buch kommt, ist nochmal überarbeitet, also ergänzt und es gibt ein paar Themen, die wir noch nicht publiziert haben. Es gibt neue Texte, zum Beispiel Deutsches Krankenhaus in Tiflis, das ist ziemlich also unbekannte Geschichte und das wird erst im Buch kommen. Also, und noch ein paar Sachen, also ja, teilweise, sagen wir. Okay. So, ja. Gut. Frau von Münchhausen, in diesem Zusammenhang plant das Goethe-Institut mehrere Aktivitäten, so unter anderem eine Ausstellung zum ehemaligen kaiserlichen Konsul in Tiflis, Friedrich Werner Graf von der Schulenburg, sowie dem Ethnologen und Sprachforscher Adolf Dirr. Können Sie erklären, wer diese beiden Persönlichkeiten waren und welche Rolle sie für die deutsch-georgischen Beziehungen gespielt haben? Sehr gerne. Also Graf von der Schulenburg war nicht nur Entsandter, sondern er war dann auch der erste Botschafter, als die neue Republik gegründet wurde. Das ist eine wirklich faszinierende Persönlichkeit, der einen unglaublichen Einfluss auf deutsch-georgische Beziehungen genommen hat. Wir sind da noch in der Forschungsphase. Wir sind mit dem Archiv in Deutschland in Kontakt. Wir sind dabei, das Material noch aufzuarbeiten und planen für dem Herbst eine größere Ausstellung zu seiner Persönlichkeit, wo eben genau auch der Einfluss Deutschlands, die Unterstützung Deutschlands auf die junge Georgische Republik beleuchtet werden soll. Was wir jetzt planen, und da bin ich sehr aufgeregt, weil das ist das erste Mal, dass das fotografische Werk von Adolf Dirr hier in Georgien gezeigt wird. Unser Kurator ist Lasche Bagratze und wir werden auch die Ausstellung im Museum für Literatur zeigen. Das ist jetzt schon am Mittwoch. Herzlich eingeladen an alle, die kommen wollen. Es wird für einen Monat gezeigt werden. Adolf Dirr war ein namhafter Wissenschaftler, Kaukasiologe, Fotograf und hat hier wirklich bahnbrechendes Material zusammengestellt, gesammelt. Er hat sogar auch phonografische Aufnahmen gemacht, die jetzt alle in Wien sind. Wir arbeiten in dieser Ausstellung zusammen mit dem Museum Fünf Kontinente in München,
wo Frau Dr. Appel auch einen wissenschaftlichen Beitrag geschrieben hat, der im Katalog erscheinen wird. Und hier geht es um die Dokumentation der Vielfältigkeit des ethnischen Zusammenlebens im früheren Kaukasus. Eine faszinierende Arbeit. Er war hier in den Jahren 1911 bis 1913, bis er dann nach München berufen wurde, um dort als Hauptkurator München im Museum zu arbeiten. Deswegen sind seine fotografischen Arbeiten auch alle in München angesiedelt. Also das ist, glaube ich, also für mich eine sehr aufregende Sache, weil das eben etwas ganz Neues ist, wo man hoffentlich auch die Aufmerksamkeit auf viele Völker richten kann, die es vielleicht zum Teil nicht mehr gibt. Er hat zum Beispiel in seinen phonografischen Aufnahmen auch Sprachen aufgenommen, die heute nicht mehr existieren. Er hat auch Musik aufgenommen und die Fotos werden, glaube ich, einen guten Einblick von der damaligen Welt und der damaligen Zeit geben. Noch einen kurzen Satz zu dir. Er hat hier bis 13 gelebt, das habe ich gesagt, und er kam noch mal ganz kurz 1918. Und er hat eine kaukasische Abteilung geleitet unter Kress von Kressenstein, die damals die georgische Legion aufgestellt hatten, die Georgien garantieren sollten, dass sie von den Osmanen nicht mehr belästigt werden würden. Das war ein relativ kurzer Einsatz, der ein paar Monate gedauert hat. Der war nochmal hier im Kaukasus. Zwei sehr faszinierende Persönlichkeiten. Warum werden diese Materialien jetzt aufgearbeitet und publiziert? Sind sie irgendwie entdeckt worden zu diesem Zeitpunkt oder steht das im Zusammenhang mit den Jubiläen? Es steht im Zusammenhang mit den Jubiläen, aber eigentlich ist es etwas, was mein Vorgänger Dr. Stefan Wackwitz schon begonnen hat mit Dr. Lasche Bagrazi. Die haben da schon dran angefangen. Es ist sehr langwierig, wenn man über Archive Materialien zusammenträgt, und wir sind sehr froh, dass es in diesem Gedenkjahr zum Ende der Ersten Republik auch gezeigt werden kann. Aber es ist einfach ein langer Prozess, wenn man etwas wissenschaftlich aufarbeitet, um dann der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Und die Materialien von Schulenburg, wo kommen die her? Die sind teilweise aus dem Privatarchiv von seinem Neffen, von seinem Großneffen, der in Frankfurt lebt und auch dort in einem Museum arbeitet. Da haben wir eine ganze Reihe von Sachen zusammengestellt. Dann hat er seine letzten Jahre in Burg Falkenberg verbracht. In Burg Falkenberg ist eine Ausstellung, die meine damalige Kollegin in Moskau damals noch mit Schulenburgs initiiert hatte. Und das meiste ist aber im Bundesarchiv in Deutschland im Moment schwer zugänglich, weil es noch nicht digitalisiert ist und weil es gerade erst übergeben wurde. Da arbeiten wir jetzt dran. Okay. Zurück zum Kulturmosaik, Frau Makeleda-Schwili. Welche Themen umfasst das Mosaik? Ja, also meistens sind das kulturbezogene Themen, aber nicht nur. Das sind die Texte von verschiedenen Autoren über verschiedene Themen. Erster Teil umfasst die politische Rahmenbedingungen. Also, weil wir haben gedacht, also direkt mit Kultur anfangen, das wird nicht so verständlich sein, weil dieses Prozess war ein sehr, sehr komplexes. Also ich sehe das so aus, das war nicht nur politische Zusammenarbeit oder wirtschaftliche, also das war alles zusammen, Kultur, Bildung, also verschiedene Themen kamen zusammen. Deshalb im ersten Teil werden die politischen Rahmenbedingungen beschrieben von verschiedenen Autoren, Zusammenarbeit auf Regierungsebene, diese Periode überhaupt, oder Schulenburg, über Schulenburg und Kressenstein, also Hauptakteuren, und außerdem auch Zusammenarbeit mit sozialdemokratischer Parteiebene sozusagen, mit Deutschland, mit der entsprechenden Partei und so. Und im zweiten Teil werden mehr diese kulturelle, gesellschaftliche und Bildungsprojekte beschrieben, zum Beispiel das Deutsche Gymnasium in Tiflis, gegründet im 1918, oder das Deutsche Krankenhaus in Tiflis, gegründet auch im 1918, oder Deutsch-Georgische Kulturverein, wo Adolf Dier auch dabei war während Gründung. Das war eben diese kurze Periode, als er im 1918 nochmal hier war, oder Wirtschaftsverein oder neue deutsche Siedler, die nach Georgien kommen wollten und hier neue Siedlung, also irgendwie neues Zuhause gesucht haben und so, oder deutsche Professoren an
Beispiel dieser staatlichen Universität, wie die Universität deutsche Professoren gesucht hat und gebeten hat, damit sie hierher kommen und was anfangen und so weiter und so fort. Kaukasische Post wird auch erörtert, weil das war die einzige deutschsprachige Zeitschrift im Südkaukasus und ist sehr wichtig und das ist unsere manchmal Hauptquelle für unsere Forschungen damaliger Zeit, weil es hat unglaublich viele Informationen auch aufbehalten. So. Also das sind so Themen grob. Verschiedene Autoren, verschiedene Themen, zwei Teile, politische Rahmenbedingungen, kulturelle Projekte, alles zusammen macht das so ein gesamtes Bild, denke ich. Welche Erwartungen hatte denn die Erste Georgische Republik an das Deutsche Reich? Also wie Frau Münchhausen schon erwähnt hat, also die Garantiefunktion war sehr wichtig, weil das war Kriegszeit, alles so durcheinander, also sehr, sehr viel Unklarheit und Deutschland war eigentlich das einzige Land, das reale Interesse gegenüber Georgien gezeigt hat, ja. Und das war für Georgien auch gut so, weil ich denke, hier gab es diese pro-deutsche Stimmungen, gab es immer, weil wir hatten hier die deutsche Siedlungen nicht wenig und außerdem es gab sehr viele Menschen, die in Deutschland Ausbildung bekommen haben und viele deutschsprachige, gesellschaftlich aktive Menschen und also irgendwie ist das ganz gut alles zusammengekommen und Deutschland hat Georgien bei der Erklärung der Unabhängigkeit geholfen und die Grenzen geschützt und also Osmanreich irgendwie gestört, weil die hatten also Südkaukasus zu besetzen sozusagen. Ja, es gab so eine Gefahr und ich glaube, diese Erwartungen waren langfristige so Sicherheitsgarantie-Erwartungen im Sinne, also im politischen und wirtschaftlichen Sinne, aber nicht nur. Ich denke, es waren Erwartungen, dass der Kulturaustausch und Bildungsaustausch und also auf gesellschaftlicher Ebene auch sehr viele interessante langfristige Projekte, also man implementieren könnte und so. Leider. Und welche Bedeutung hatte Kultur dabei? Also mir scheint irgendwie hier kulturelle Bildungsbeziehungen wirklich besonders wichtig gewesen zu sein. Welche Bedeutung hatte Kultur? Ich denke, Kultur? Das war Teil, was ich oft gelesen habe in verschiedenen Archivdokumenten auch, also für die deutsche Delegation, die damals unter Kressenstein hier war und auch für Schulenburg und diese politischen Akteure, die unglaublich starke Persönlichkeiten waren und sehr, sehr gut alles gesehen haben und so, komplex gesehen haben, also nicht so fragmentiert, wie man jetzt manchmal so heutzutage das ist, sondern wirklich also zusammen. Ich glaube, das war Teil der deutschen Außenkulturpolitik und dass man ganz gut lesen in Archiven und in Begründungen, in verschiedenen Denkschriften und sowas, das kommt immer vor, das ist für also Außenkulturpolitik sehr wichtig und zum Beispiel die hiesigen Deutschen, die in verschiedenen Kultureinrichtungen gearbeitet haben, ja, haben an Auswärtiges Amt so Berichte gesendet, ja, ab und zu. Und da kann man auch lesen, also hier ist so für Deutschland so eine ganz, ganz gute Situation, weil also diese Stimmung, also man hat dieses Land geliebt und die Sprache, irgendwie kam es vor, wirklich. Und sogar die Deutschen waren manchmal so, also wir wissen nicht warum, aber das ist so, also hier kann man so vieles anfangen. Und zum Beispiel der Gymnasiumsleiter Martin Jäckel, er ist zusammen mit Chris von Kressenstein hierher gekommen und dann hat Kressenstein ihn für Direktor, also als Direktor hier gelassen und so. Er war bis Ende hier, bis 24. 25 und er hat sehr, sehr interessante Briefe immer so gesendet und geschrieben und erzählt, dass die Schule, was für Deutschen eröffnet wurde, nach einem Jahr eine internationale Schule wurde, weil es gab so große Interesse an deutschsprachige Schulen und so. Also ich denke, die Kultur war Teil der Politik, ein wichtiger Teil der Politik und ich denke, das war auch richtig so. Weil sehr viele interessante kleine Initiativen sind so entstanden. Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen. Ich wollte gerade eine Brücke schlagen und fragen, wie ist das heute? Ja. Also wie wichtig ist Kultur heute? Aber gerne erst noch was ergänzen. Ja, ich wollte ergänzen, dass wir gerade vor 3 Tagen in Bolnissi, also im Katharinenfeld, mit dem Nationalmuseum eine Ausstellung für der deutschen Maler,
die damals auch hier waren, eröffnet haben. Also es waren auch Maler hier, es waren auch Komponisten hier. Das Konservatorium wurde hier von einem Deutschen damals mitbegründet. Und Rade hatte ja damals auch das Nationalmuseum begründet. Also es gab sehr, sehr komplexe und sehr viele Kulturbeziehungen. Und zum heutigen... Genau, einfach nochmal so eine Brücke geschlagen, wie wichtig ist das heute? Wichtig ist das Goethe-Institut hier vielleicht auch in Tiflis und wie wichtig ist das für Deutschland und für die deutsch-georgischen Beziehungen, der Kulturbereich? Also als ich hierher kam, war ich glücklich, in ein Land zu kommen und eine Kultur kennenzulernen, die so rege und so intensiv und so gute Beziehungen zu Deutschland hat, so interessiert war an deutschen Beziehungen. Wenn man mit jungen Leuten spricht, die waren alle in Deutschland, die kennen die Szene sehr gut, die kommen alle mit fertigen Ideen, mit Vorschlägen. Also der Austausch heute ist sehr, sehr rege und ich hoffe sehr, dass das Goethe-Institut dabei auch eine gute und positive Rolle spielen kann. Wir sind sehr stark tätig im Sprachbereich in allen drei Ländern des Südkaukasus. Wir sind stark tätig auch im Bibliothek, auch im Bibliotheksverknüpfungsbereich, Literatur. Wir planen jetzt gerade etwas mit der Frankfurter Buchmesse, wo es hier dann nochmal ein neuerdings einen Stand geben soll. Wir hatten ja intensive Kontakte, wie ihr ja auch, Anna, als die Frankfurter Buchmesse damals Georgien als Schwerpunktland, als Gastland hatte. Und jetzt in diesem Jahr werden wir wieder initiativ werden. Im Filmbereich, im Theaterbereich haben wir sehr intensive Austauschprojekte mit Deutschland. Mhm. Wenn wir in die Erste Republik sozusagen zurückzoomen, auf welcher gesellschaftlichen und institutionellen Basis haben sich damals die bilateralen Beziehungen entwickelt? Ja, das ist eine gute Frage, weil also auch verschiedene und viele. Mhm. Das war nicht nur Regierungsebene, staatliche Ebene. Ja. Das natürlich und sehr intensiv, also Regierungsebene, da Abkommen, Verträge, verschiedene Sachen. Aber ich denke, besonders wie interessant sind eben diese Beziehungen auf gesellschaftlicher Ebene. Verschiedene Gruppen haben sich eingesetzt und überlegt, was man noch zusätzlich machen kann, wie man diese Beziehungen noch vertiefen kann. Ja? Es gibt zum Beispiel wirtschaftliches Abkommen mit zwischen Regierungen, aber es gab noch einen Wirtschaftsverein, was die hiesige Kaufleute und also einfache Menschen, die im Wirtschaftsbereich tätig waren, gegründet waren und Ziel war, Regierung zu helfen. Ja, mhm. Das finde ich sehr interessant und außerdem neue Kontakte zu suchen, Warenaustausch, was man exportieren kann, was man importieren kann und ganze diese Abhandlungen finde ich sehr wichtig, also nicht nur auf Regierungsebene, wie gesagt, also ja, dass die gesellschaftlichen Gruppen sich beteiligt haben, ja, und die auch im Kulturbereich, also ganz verschieden, also involviert waren. Die deutschsprachige Georgier, nicht nur deutschsprachige, auch so aktive Menschen, aber meistens waren das doch die Menschen, die in Deutschland studiert haben, ja, irgendwann mal in verschiedenen Zeiten. Und auch hier wohnen die Deutschen, ja, Deutsche, die hier gelebt haben. Es gab die Familien, die zum Beispiel Hummels, also die sich wirklich so eingesetzt haben, dass die eine Vertretung in Berlin aufgemacht haben, um diese georgische Angelegenheiten besser dort zu kontaktieren und so Netzwerke zu aufbauen und so. Und ich finde, das waren große Pläne und große Hoffnungen. Mhm. Ja. Das heißt, die deutsche Minderheit, die hier in Georgien gelebt hat, hat hier auch eine ganz zentrale Rolle sozusagen in diesem Dialog gespielt. Ganz zentrale Rolle gespielt. In allen Vereinen, in allen Initiativen waren die involviert, also zusammen mit Georgier und waren auch Initiatoren sozusagen, ja, selbst. Und ja, das waren alle zusammen, ja. Und Kaukasische Post hat darüber geschrieben und die Redaktion war selbst sehr aktiv und hat das alles also wirklich ganz gut beschrieben, viele Informationen gesammelt und man kann diese Geschichten jetzt dank diesen Quellen mehr oder weniger rekonstruieren, ja. Und diese Akteure sind auch dabei, weil auch georgische Presse geschrieben hat. Vor allem war das die Presse, die Nationaldemokratische Partei gehörte, also ganz ausführlich, weil diese Partei damals Oppositionäre, sagen wir mal so, ja, auch sehr, sehr intensiv in diese Beziehungen involviert waren und Vielleicht können Sie zwei Beispiele für die Zusammenarbeit benennen und
umreißen auch? Kurz ein bisschen also tiefer finde, reinschauen. Ich mag sehr zum Beispiel Beispiel des Deutschen Realgymnasiums, weil das ein sehr interessant, ich finde, das ist ein sehr interessantes Beispiel. Darüber haben wir gut geforscht und es kam in einem Buch in Calendula und Blauer Knopf. Das ist auch inzwischen auch auf Deutsch erschienen von Nino Lisauer. Und also diese Realschule wurde 1918 gegründet, aber das war ein jahrzehnter Traum der deutschen Minderheit hier. Die wollten unbedingt eine obere deutsche Schule hier haben, wo man deutsches Abitur bekommt und direkt in Deutschland Hochschulbildung dann bekommt, weil ohne deutsches Abitur war das nicht möglich und die deutsche Minderheitskinder sozusagen waren gezwungen, dann in russischsprachigen Hochschulen Bildung fortzusetzen und zu bekommen. Und das wollten die Eltern irgendwann mal nicht mehr. Die wollten mehr Verknüpfung. Also Sprache war natürlich sehr wichtig für Identität und so und das sollte man bewahren und auch diese deutsche Bildung war sehr, sehr wichtig. Ja. Und fast zwei oder drei Jahrzehnte hat deutsche Minderheit hier, besonders in Neu-Tiflis, also in Neu-Tiflisser Minderheit, versucht, diese Schule zu gründen. Aber unter Zarenrussland war das nicht möglich, also weil die Russifizierungspolitik war damals ganz groß und also ganze diese Geschichten. Und dann endlich im 1918 war dieser Moment plötzlich da und Kreis von Kresserstein hat das unglaublich unterstützt. Er hat das gleich begriffen, wie wichtig das ist. Ja. Und aber weil die deutsche Minderheit sich gut vorbereitet war, also die haben jahrelang und über Konzepte gedacht und wie das sein soll. Also es ist ja nicht einfach, die Schule zu gründen in einem Monat, ja, so ein Realgymnasium. Also, aber man hat wirklich jahrelang gedacht, wie Struktur sein muss und ob Jungen und Mädchen zusammenkommen und welche Fächer und wer was macht und so. Und deshalb wurde es möglich, dass man das ganz schnell macht. Ja? Und im Oktober hat man schon erste 23 Schüler haben dort angefangen zu studieren und das war ein großes Ereignis, das war ein großes Feier hier, alle Deutschen und die mit Deutschland verbundene Menschen und die deutschsprachige Georgier und Regierung und Kressenstein und alle waren dabei, das war ein richtiges so Feier, die Gründung dieser Schule. Und wie gesagt, das war gedacht für deutsche Kinder, aber nach einem Jahr wurde das schon international, so dass die Schule, also Realgymnasium, gezwungen war, Vorbereitungskurse aufzumachen für deutsche Sprache, weil nicht jeder auf Deutsch in der Schule lernen könnte. Ja, man hat die Vorbereitungskurse aufgemacht. Man hat dann mit der Universität sehr eng zusammengearbeitet und auch die Kurse für Deutschlehrer aufgemacht und das finde ich sehr wichtig, weil es war Mangel an Deutschlehrern überhaupt im Lande. Ja? Und die haben so strategisch gemacht, das war nicht nur Realschule für Deutschen, sondern wirklich Jahr für Jahr neue Projekte angefangen und jeder, der Deutschlehrer oder Lehrerin werden wollte, sollte diese Deutschkurse zusammen mit Realgymnasium und Universität abschließen, Prüfung ablegen und dann überall in jeder Schule, überall in Georgien, so Job bekommen. Ja? Und dann ein bisschen später hat Reales Gymnasium noch Wirtschaftsschule, deutsche Wirtschaftsschule angelegt, aber das hat nicht mehr lange gedauert, weil also, ja, wegen Sowjet-Okkupation und so weiter und so fort. Und ich finde das sehr interessant. Auswärtiges Amt hat deutsche Lehrer von Deutschland hierher geschickt, damit das sprachlich noch mehr unterstützt wird. Und das war Erich Wingut, Friedrich Baumhauer, zwei Lehrer hier, Deutschlehrer, die später und besonders Friedrich Baumhauer sehr viel über diese Geschichte geschrieben hat. Und das sind die Superquellen jetzt für uns, was wir gesammelt haben. Er war fasziniert von Georgien und hat unglaublich viel geschrieben. Und was Erich Wingut angeht, ich weiß, dass er auch sehr viel geschrieben hat. Er war Schriftsteller dann später in Deutschland. Ich habe leider seine Archive noch nicht gefunden. Ich bin beim Suchen, weil ich glaube, während des Zweiten Weltkrieges wurde das irgendwie ja,
verloren gegangen. Und also diese Menschen haben das dann später so beschrieben, besonders Baumhauer, und das sind sehr interessante Sachen. Zum Beispiel auch, so, es gibt einen ausführlichen Artikel, wie überhaupt Deutschunterricht in der Schule war. Also was man gelernt hat, welche Schriftsteller, welche Fächer, welche Methoden hat man überhaupt benutzt und so. Und das jetzt heute zu lesen, also das ist wirklich also ganz spannend. Ja. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, was ich ganz besonders mag. Und wie hat dieses Gymnasium in die georgische Gesellschaft hineingewirkt? Also Sie haben es angedeutet, aber kann man das noch ein bisschen stärker ausführen? Ja, also diese deutsche Schule mit deutschem Abitur. Und also wie gesagt, sehr viele Georgier haben versucht, in Deutschland Hochschulausbildung zu bekommen. Und jetzt plötzlich deutsches Abitur, diese Möglichkeit, ja, das war ja wirklich etwas ganz Besonderes, ja. Und deshalb gab es einen sehr großen Bedarf, in dieser Schule zu studieren, aber nicht nur Georgier. Alle hier lebende Armenier, Aserbaidschaner, Georgier und auch die Menschen, die dienstlich und vielleicht nicht für ewig hier waren, sondern also kurzzeitig hier waren, ja, haben versucht, eigene Kinder in dieser Schule zu bringen, weil da war eine unglaublich hohe Bildungsqualität. Ja, und dann hat dieser Martin Jeckel, ich habe ihn erwähnt, mit Hilfe anderen deutschen Kollegen immer versucht, zum Beispiel Physikkabinett von Deutschland zu bringen mit visuelles Material und so. Das war neu, etwas Neues, das war fremd hier, ja, es gab nicht so viele Möglichkeiten damals, ja, und deshalb gab es einen großen Bedarf und in 2 Jahren war das eine wirklich internationale Schule, gelehrt wurde auf Deutsch. Und wie gesagt, die Kinder, die nicht ausreichend Sprachkenntnisse hatten, hatten die Möglichkeit, Vorbereitungsklasse zu besuchen oder eine spezielle Klasse, wo also ganz mit speziellen Methoden mit denen gearbeitet wurde und so. Und sowas. Was ist mit diesen Einrichtungen nach der Machtübernahme der Sowjetunion passiert, also mit diesen deutschen Einrichtungen? Ja, alle diese Initiativen, was im 1918 angefangen sind und so, die haben nicht lange gelebt sozusagen, ja, weil manche sind gleich nach dem Abzug der deutschen Truppen, also Armee, haben aufgehört zu funktionieren, weil dann kamen ja die Engländer und es war nicht möglich, das weiterzumachen. Zum Beispiel der Kulturverein. Ja? Und der Kulturverein hat dann nochmal im 1920 angefangen, aber da gab es sehr wenig Zeit. Da ist ja nicht mehr Zeit. Und zum Beispiel dieses Gymnasium hat bis 24 existiert. Und also am Anfang hat die Sowjetregierung keine Zeit für Gymnasium gehabt. Es gab viel wichtigere Sachen zu erledigen. Und dann aber hat man angefangen, dann dürften zum Beispiel in der Schule nur die Kinder von Proletariat aufgenommen werden. Das heißt, die Deutschen, das waren ja Kaufleute und Unternehmer und also kein Proletariat. Also die konnten eigene Kinder nicht mehr in der Schule bringen, die selbst also irgendwie mit Kampf gegründet haben und so. Das war eine sehr, sehr traurige Geschichte. Und dann wollte die Sowjetregierung das einfach zumachen, aber dafür brauchte man irgendeinen Grund. Und man hat diese deutsche Lehrer, Baumhauer, Wingut, Martin Jeckel, als Spionen festgenommen. Man könnte das aber nicht beweisen dann, aber festgenommen hat man die schon. Und unser deutscher Konsul war damals Wesendonck, Otto von Wesendonck. Und er hat sich sehr eingesetzt, damit die freigelassen werden. Aber in Georgien bleiben durften die nicht mehr. Also man hat die in einem Monat oder nach 2 Monaten freigelassen, aber die sollten das Land verlassen. Und hat die Schule noch ein paar Monate existiert, mehr nicht mehr. Und dann hat man das sehr, sehr gerne zugemacht und als typische Sowjetschule, also umgewandelt. Aber die deutsche Minderheit hat hier noch bis zum Krieg dann gelebt? Oder was ist mit der deutschen Minderheit passiert? Also die deutsche Minderheit, die hier geblieben sind, hat bis zum Krieg gelebt, bis Deportation, Anfang 40er. Und hat ganze diese Repressionen, was gab es, miterlebt und darunter gelitten, wie alle anderen Völker, die hier gelebt haben. Also
Zum Beispiel letzter Pastor Richard Mayer wurde festgenommen, Anfang 30er und höchstwahrscheinlich erschossen und verbannt und ganze Familien und so. Also alles miterlebt, was hiesige Gesellschaft durchleben sollte. Und viele wurden deportiert, ja auch. Das Anfang 40er, aber Ja. ich meine jetzt 20er, 30er, Ja. ja, Ja. also wirklich gelitten und so. Ja. Und diese Einrichtungen langsam alles geschlossen. Nur Krankenhaus hat irgendwie geschafft, bis 28 Aha. zu arbeiten. Und ich denke, weil die sehr gut ausgerüstet waren. Da gab es super tolle Röntgen-Einrichtung, was die deutschen Ärzte Anfang 20er hier gebracht haben. Und ich denke, die Sowjetregierung hatte damals noch nicht selbst solche. Das Sobald die Know-how selbst dann, die ja. Krankenhäuser eröffnet, hat man die auch keine Möglichkeit mehr gegeben, weiterzuarbeiten. Man hat die fremdes Element. So heißt das auch in Archiven nicht geduldet und besonders Minderheit, die auch religiöser stark geprägt war, ja, also diese mit Kirche und so sehr verbunden war und so ein Gemeindeleben hier geführt hat, das konnte man hier nicht mehr leiden. Wenn man nochmal an diese 3 Jahre der ersten Georgischen Republik denken, die galt ja als sehr progressiv, mit einer fortschrittlichen Verfassung, Rechtsstaatlichkeit und privaten Eigentumsrechten, Arbeitsschutz, Sozialrechte, aber auch Pressefreiheit. Wie hat diese erste Republik das heutige Georgien beeinflusst? Was ist die Debatte sozusagen heute, auch mit diesem Jubiläum des Endes der ersten Republik, in Georgien? Ja, das ist eine gute Frage, weil während der Sowjetzeit war ja fast verboten, darüber zu sprechen. Ich denke, diese Periode wurde von kollektivem Gedächtnis überhaupt, wie sagt man, Vergessen oder vergessen, ja, mehr als vergessen, ja, sozusagen mehr als verdrängt. vergessen, verdrängt, genau, Ja. das Wort habe ich vergessen, verdrängt, ja, und das ganz absichtlich, das war Politik, das war Politik, man sollte nie, überhaupt nicht darüber sprechen und die damalige Regierung war wirklich so dämonisiert, so unglaublich dämonisiert, also Verräter und also ganz, ganz nur Schlechtes gesprochen. Deshalb hatte Gesellschaft nicht so große Verknüpfung und also die Brücke und diese Verknüpfung war irgendwie verloren, natürlich. Sowlap hat angefangen, ungefähr vor 9 Jahren diese Periode zu forschen und das war ziemlich schwer. Wir wussten sogar nicht, wer unsere Parlamentsabgeordneter damalige waren. Wir konnten die Namen nicht feststellen am Anfang. Also das war total kompliziert, wirklich. Das war 4-jähriges Forschung, um die Persönlichkeiten festzustellen und wenigstens kleine Biografien zu rekonstruieren. Wer überhaupt diese Menschen waren, die damalige Parlamentabgeordneten, ne? Darunter 2 Deutschen von hiesigen Minderheiten, die deutsche Minderheiten im Parlament vertreten haben. Ja? Auch interessante Persönlichkeiten, darüber wird in unserem Buch auch erzählt. Und deshalb, also das heißt, vor 9 Jahren angefangen und eigentlich war Sovlab einer der ersten, die das Thema so tief geforscht hat. Inzwischen gibt es viele interessante Plattformen und Gruppen und Forscher, die das sehr gut machen und es wird vieles geforscht und zugänglich für breites Publikum gemacht und so. Aber ich denke, wir wissen noch nicht alles. Ja, nicht alles. Jetzt zum Beispiel vor 2 Jahren haben wir Selbstverwaltungsreform geforscht. Ein dickes Buch ist geworden und jetzt, morgen, jetzt also Ende Mai ist die Präsentation, wie die Stadtverwaltung war, also eins ist Selbstverwaltung, dann die Stadt, also wie diese Reformen waren. Man muss einzelne Reformen forschen, man muss wirklich also noch sehr, sehr viel arbeiten, aber natürlich gibt es heute mehr Wissen über Erste Republik und wir wissen, dass damalige Regierung überhaupt nicht Verräter waren, also das waren sehr viele super intelligente, super tolle, also wirklich Ideenmenschen, die unglaublich viel in den Verhältnissen gemacht haben, ja. Und diese Debatte gibt's auf gesellschaftlicher Ebene, würde ich sagen, heute sehr interessant, aber auf politischer und Regierungsebene ist das mehr formell, würde ich sagen, also nicht ausreichend. Ich denke, diese Verknüpfung ist noch nicht da, also und auf gesellschaftlicher Ebene viel, viel mehr
Es wird debattiert, es wird geschrieben, es arbeiten verschiedene Webseiten, Plattformen, Organisationen, es gibt Bücher, unglaublich viel Material inzwischen, ja, und das ist sehr gut so. Aber zum Beispiel, es ist selten, dass zum Beispiel solche Forschungen staatliche Unterstützung haben. Ja, Und und das ist schon, ja, mehr, etwas, oder? Ich ja, weiß nicht, also wenn mich noch. es gibt keine Politik Ich sozusagen, würde die nicht, also das das ist mehr unterstützt. symbolisch so, Daten und nur Daten geknüpft oder also mehr formell, ja, etwas wird gemacht, aber nicht ausreichend für mich. Sage ich, kann ich jetzt nicht im Namen ganzer Gesellschaft reden, aber Natürlich, klar. ja. Ja. Und gibt es Gedenkorte zum Beispiel auch für die Erste Republik? Also passiert was in diesem Bereich? Weil das ist ja auch also wenn es die Öffentlichkeit beschäftigt. Wir haben ja diese Regierungs, wo damalige Regierung saß, dieses Gebäude, wo auch immer am 26. Mai der Unabhängigkeitstag auch gefeiert wird und auch Saulab versucht, dort jedes, ja, diese Festtexte zu lesen, damit es ein bisschen im Gedächtnis auch also mehr kommt und so. Ja, ein paar Orte hat man so symbolisch markiert, aber es passiert nicht. Also viel. Diese Gedenkstätten, Gedenkorte, ich glaube, da muss noch hier in Georgien noch sehr vieles getan werden. Nicht nur was Erste Republik angeht, aber auch vor allem Repressionen und ja, Terror. Ja, das ist sicher richtig. Frau von Münchhausen, warum unterstützt das Goethe-Institut dieses Kulturmosaik und welches Potenzial sehen Sie für die deutsch-georgischen Beziehungen? Also, wie schon erläutert wurde, haben wir bereits 2017 das Portal unterstützt. Wir waren sehr beeindruckt und begeistert, vor allem von den wissenschaftlichen Aufarbeitungen, die Anna Magwelaschwili geleistet hat, zusammen mit ihren Historikern, die da auch eine Rolle spielen. Und als wir dann zusammensaßen und auf die Idee kamen, dass man da vielleicht eine Publikation machen könnten, haben wir sofort Ja gesagt, weil das ist etwas, wo wir denken, dass es auch eine nachhaltige Arbeit ist im Kulturbereich, die sehr wichtig ist. Und die ganze Kulturarbeit, wenn man jetzt an die verschiedenen Jahrhunderte zurückdenkt, an die gute Zusammenarbeit mit Deutschland, basiert ja auf Vertrauen. Und aus Vertrauen können dann auch langjährige Projekte entstehen, die vielleicht eine gesellschaftliche Relevanz haben, die eine Nachwirkung haben, die mehr ist als nur ein Tagesgeschehen oder eine Eventkultur. Aus diesem Grund sind uns die Projekte mit Sobelab besonders wichtig. Vielleicht für Sie beide noch eine abschließende Frage. Warum ist diese Erste Republik so wichtig für Georgien? Also es wird gesellschaftlich debattiert und wir haben ja auch immer wieder politische Krisen in Georgien. Diese Verbindung wird ja immer stärker auch hergestellt, auch dass da etwas Progressives war in der georgischen Geschichte. Ja? Es ist ja auch ein Land, was eine sehr, sehr komplexe und komplizierte Geschichte hat. Ja, warum ist diese Erste Republik so wichtig und wird so wiederentdeckt auch? Vielleicht fangen wir bei Ihnen Ja, an. gerne, gerne. Also als ich hierher kam und über die Geschichte des georgischen Volkes las, da war ich entsetzt über diese langjährigen Okkupationen, über die feindlichen Übernahmen und war wiederum sehr positiv beeindruckt von der Kraft des georgischen Volkes trotz dieser vielen Invasionen, also Mongolen und Araber und zuerst vorher noch die Römer und die Griechen und dann die Osmanen und dann die Perser, wie sehr dieses Volk trotzdem seine Sprache, seine Religion und seine Identität verteidigen konnte. Das war das Erste, was mich sehr beeindruckt hat. Das Zweite, was mich dann eben auch beeindruckt hat, war diese Erste Republik, die mit viel Enthusiasmus, Anna hat es erzählt, mit viel Idealismus aufgebaut wurde, leider nur eine sehr kurze Zeit hatte, aber das war tatsächlich, wenn man die lange Geschichte anschaut, die einzige Zeit seit der Königin Tamara, seit dem König Tamara, wo dieses Land eine Unabhängigkeit und eine Autonomie hatte und eine progressive, wie Sie sagten, Gesetzgebung hatte. Und deswegen ist diese Erste Republik so besonders, glaube ich, weil die so herausragt als Monument, dass dieses Volk das kann und das möchte. Ja.
und den Willen hat, selbstständig zu sein, autonom zu sein und nicht fremdbestimmt. Das ist aus meiner Sicht die Antwort. Aber ja, ich stimme absolut zu. Also was so geschichtlich und historisch hat Frau Mühlhauser schon gesagt, aber für mich auch, also noch zusätzlich sehr, sehr wichtig, die Menschen, die damals in der Regierung oder Opposition, egal auf gesellschaftlicher Ebene, viel gemacht haben, also die faszinieren mich wirklich. Also das sind für mich manchmal so Quelle für, also die geben mir heute Kraft, viel Kraft, das weiterzumachen und so, weil manchmal sind wir hier, also wir denken, oh Gott, was wird noch morgen sein? Und dann denke ich an diese Menschen, was die damals versucht haben, in kleiner Periode, Kriege, also absolute Unruhe, ja, und nach so vielen Jahren, wo Georgien keine Unabhängigkeit hatte, jetzt endlich dieses Moment und die Werte, ja, wirklich demokratische Werte, nicht gelernt, nicht gezwungen, sondern wirklich, also selbst irgendwie, also das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Beispiel und ich denke nicht nur für mich, sondern für viele Forscher, die also in dem Bereich überhaupt arbeiten, also wirklich, dass wir das können und das gibt mir auch Hoffnung für heute, dass wir vielleicht noch ein besseres Land irgendwie aufbauen können. Gut. Ja. Vielen Dank. Ich danke Ihnen beiden für dieses anregende Gespräch. Freue mich auf die Publikation und auch auf neue Mosaiksteinchen aus den deutsch-georgischen Beziehungen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke.